Es bleibt mild in Deutschland bis zumindest mal Mitte Dezember. Das sehen wir auch hier in den Temperaturen. Wir kriegen immer wieder so Warmluftwellen. Dahinter geht es auch mal ein bisschen runter, auch wie so jetzt am Wochenende. Es kann auch mal zwischendurch kühl sein oder auch sogar mal ein bisschen Schnee fallen. Aber insgesamt sind die Temperaturen doch auf einem sehr hohen Niveau. Woran liegt das? Naja, wir haben einen Orkan nach dem nächsten auf dem Nordatlantik. Das heißt, Westwinde, das bleibt warm. Ja, also vielleicht mal einen Tag ein bisschen kühler, aber dann kommt sicherlich das nächste Tiefdruckgebiet. Und die Prognosen sehen so aus. Also das hier ist im Prinzip eine Klimaprognose. Und da sehen wir dieses blaue Ding. Das ist ein Tiefdruckgebiet auf dem Nordatlantik, den ganzen Monat November lang und im Übrigen auch den ganzen Monat Dezember lang. Deswegen sind wir uns relativ sicher, dass das Wetter auch so weitergehen wird. Also, wir haben dieses Tiefdruckgebiet hier, das schickt uns die ganze Zeit Westwinde, vielleicht auch mal Südwestwinde und wie gesagt, zwischendurch ist auch mal Nordwind möglich, ein bisschen kühler. Aber insgesamt ist es sehr mild, es ist windig und auch regnerisch. Wenn überhaupt, wird es mal Anfang Dezember ein bisschen kühler. Da könnte es sein, dass eine bisschen kühlere Witterung auf uns zukommt. Vielleicht eine Art Winterwoche Anfang Dezember. Aber danach wird es wieder deutlich wärmer. Das zeigen die Modelle auch. Okay, woran liegt das jetzt? Zum einen haben wir einen El Niño. Und das El Niño sorgt dafür, dass der Jet ein bisschen stärker ist und auch in Richtung Mittelmeerraum abwandern kann. So, und das passiert auch. Das sehen wir auch in den Prognosen. Es ist relativ nass im Mittelmeerraum. Und dazu kommt noch die sehr hohe Wassertemperatur vom Nordatlantik. Das ist die aktuelle Prognose. Also wir sind immer noch auf Rekordkurs. Und das heißt, wir haben einen sehr großen Gegensatz dieses Jahr zwischen dem Wasser vom Nordatlantik und der kalten Luftmasse über Grönland. Und das ist ja einer der wesentlichen Treiber für diese Tiefdruckgebiete. Dieser Gegensatz ist stark. Das heißt, wir haben zwei wesentliche Treiber, El Niño und eben diese hohen Temperaturen im Meer. Und damit werden sich viele Tiefdruckgebiete entwickeln. Wir sind uns relativ sicher, dass es so weitergehen wird. Wie gesagt, es ist wechselhaft, dabei aber mild, mal stürmisch. Vielleicht kann es sogar mal einen Tag Schnee geben, aber der wird auch relativ schnell wieder wegschmelzen. Anfang Dezember eventuell ein bisschen kältere Witterung, ehe es dann in Richtung Weihnachten wahrscheinlich wieder wärmer wird. Die besten Vorhersagen für den Ort finden Sie auf wetter.com.